7 Siege in 7 Spielen. Die Spandauer Bulldogs haben sich an der Tabellenspitze der Regionalliga Ost festgebissen. Und daran sollte auch die zweite Mannschaft der Berlin Rebels am Sonntag nichts ändern. 42-14 der Endstand am Pfingstsonntag. Season going pretty well. Proud of the team. We undefeated at the moment. All our opponents we were able to pretty much get rid of pretty easily. War ein bisschen unachtsam in ein paar Aktionen, am Großen und Ganzen klarer Sieg, freuen uns drüber, Pflichtsieg auch. Nach dem 49-3 Auswärtssieg gegen die Rebels am 25. Mai war jedoch klar, dass heute alles andere eine große Überraschung gewesen wäre. Nach wenigen Minuten konnten die Bulldogs auch schon ihren ersten Touchdown feiern, mussten jedoch kurze Zeit später verletzungsbedingt auf ihren amerikanischen Linebacker Carroll Anthony Brown verzichten. Das Spiel lief aber trotzdem weiter sehr gut für die Bulldogs. Nach zwei weiteren Touchdowns im zweiten Viertel sorgten sie mit einer 21-0 Führung erst einmal für klare Verhältnisse im Stadtderby. Dass die Offensive der Bulldogs in der Liga gefürchtet ist, muss bei einem 298-53 Punkteverhältnis eigentlich gar nicht mehr erwähnt werden. Kurz vor der Pause bestraften die Rebels dann aber eine Unachtsamkeit in der Defense der Bulldogs und konnten durch einen Touchdown-Run den Halbzeitstand auf 21-6 verkürzen. Offense executed pretty well. Defense did a good job stopping them. On multiple occasions, we gave up a couple touchdowns that we probably shouldn't have due to defensive breakdowns. But other than that, overall, we still had a hell of a game. In Halbzeit Nummer 2 ging es dann aber wieder Richtung Endzone der Rebels. Die Spandauer waren weiterhin am Drücker und konnten nach einem Touchdown-Pass und dem anschließenden Point after Touchdown weitere 7 Zähler gutschreiben. Im letzten Viertel kamen dann aber auch die Rebels noch einmal zurück. Sie konnten ebenfalls einen Touchdown-Pass an den Mann bringen und im Anschluss sogar noch eine erfolgreiche Two-Point-Conversion erzielen. Die Bulldogs machten den Sack jedoch mit 2 weiteren Touchdowns zu und konnten sich so über den 7. Sieg der Saison freuen. Für sie stehen nun 2 Wochen hartes Training auf dem Programm. Am 16. Juni, das sollten sich alle Football-Freunde notieren, am 16. Juni findet das Spitzenspiel der Liga statt, die Spandauer Bulldogs gegen die Berlin Adler, welches schon in der Mitte der Saison eine Art Vorentscheidung im Aufstiegskampf darstellt. Die nächsten 2 Wochen, ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen mehr trainieren müssen. Ja, es ist, wir spielen gegen die Berlin Adler, es ist ein guter Gegner, die dominieren aktuell die dritte Liga, die sind ja 2-mal abgestiegen. Next week we got the Berlin Adler, who is supposed to be a pretty tough opponent. But I got faith in my guys, I feel we prepared, we're ready for them. Wir drücken natürlich die Daumen, ist ja klar, wenn es in 2 Wochen zum Spitzenspiel kommt gegen den 6-fachen deutschen Meister, die Berlin Adler.